Die Aula des Hertha-Reich-Gymnasiums mit Zuschlag wird Ende Jänner und Anfang Februar zur Theaterbühne. Auf dem Programm steht das Stück Liebesgeschichten und Heiratssachen, eine Posse in drei Akten von Johann Nestroy. Derzeit laufen gerade die Proben. Also soweit ich mich erinnern kann, haben wir mit unserer Theatergruppe vor gut 20 Jahren begonnen und das war der Beginn praktisch. Da waren nur meine Kollegin Leitgeb und ich und dann haben wir gesehen, ui, das könnte was werden und haben dann den Kollegen Zangl dazugeholt, der ja mehr oder weniger professionelle Regie- und Schauspielausbildung hat. Mir will ich in ein Kämmerlein folgen? Nein, das sage ich nicht. Wir bekommen jedes Jahr neue Anfänger dazu. Da ist es meine Aufgabe, mit Ihnen ein bisschen Sprechtechnik zu üben und vor allen Dingen auch Lautstärke zu üben, weil das sind Sie natürlich nicht gewohnt. Man kann auf der Bühne nicht normal reden, wie man mit seinem Nachbarn, der neben einem in der Bank sitzt, redet. Mich oder dich? Ich finde, dass das Theater immer super ist. Man lernt so viel dazu und hat so viel mit coolen Leuten zu tun. Es macht immer sehr viel Spaß. Also letztes Jahr habe ich zwei Rollen gehabt schon, also eine kleinere und eine etwas größere. Da war eine Hosenrolle und das hat mir schon sehr taugt. Dieses Jahr spielte die Lucia Distel, das ist eine alte Jungfrau. Die ist sehr lustig zum Spielen. Mich fasziniert vor allem, dass wir immer probieren, die Stücke recht wie in der damaligen Zeit darzustellen. Das heißt, wir haben zwar neue Elemente drin, aber oft, wir spielen es meistens, dass es zeitgemäß für die Zeit ist, wo es erstmal aufgeführt wurde oder geschrieben wurde. Wie würdest du deine Rolle kurz charakterisieren? Ich bin ein Adliger, der sich mehr oder weniger in den Pöbel begeben muss und gar nicht eben dieses Leben gewohnt ist von der unteren Gesellschaftsschicht und sehr überheblich ist. Doch nicht nur Schauspieler sind bei den Gymnasialspielen gefragt, sondern auch Mitwirkende hinter den Kulissen. Also ich will bei den Gymnasialspielen mitwirken, aber nicht direkt auf der Bühne stehen. Und wir kümmern uns einfach darum, dass die Schauspieler toll auf der Bühne aussehen und der Charakter einfach rüberkommt. Ich bin einerseits als Regieassistenz tätig, was halt viel wichtige Aufgaben mit sich bringt, mit Sachen organisieren und halt alles mitschreiben, die Regieanweisungen wissen. Und dann bin ich auch als Darstellerin dabei. Und zwar spiele ich dieses Jahr die Ulrike. Das ist eine theatralische Figur und es macht mir sehr viel Spaß, diese Figur zum Leben zu erwecken. Wir simulieren quasi eine Stimmung mit der Technik. Das ist quasi der Zweck und Sinn der Tontechnik, dass wir Sounds entspielen und damit die Atmosphäre mit der Lichttechnik quasi aufpeppen und quasi erweitern. Lass mich los! Damit die verschiedenen Probenarbeiten gut aufeinander abgestimmt werden können, bedarf es auch organisatorischer Unterstützung. Ja, es ist wie jedes Jahr die Gesamtorganisation, wo alle Fäden zusammenlaufen, von Probenplan erstellen für die ersten Monate über Kostüme organisieren, über Requisiten organisieren. Jause, nicht zu vergessen, die Freitagspizza ist schon berühmt mittlerweile und zieht immer neue Schauspieler an. Und die Leute bei Laune zu halten, ist auch ganz wichtig, in der letzten Phase überhaupt. Und die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler haben sichtlich Freude an diesem Schulprojekt. Weil es ein Riesenspaß ist und eine sehr gute Erfahrung. Außerdem hilft es beim Lautsprechen, beim Üben und generell mal vor ziemlich viel Neues. Für was hältst du da drum, ihr depperten Wolken, wenn's nicht blitzen kannst zur rechten Zeit? Ja, mir hat das Theaterspielen so immer sehr interessiert und jetzt bin ich froh, dass ich das erste Jahr jetzt mitwirken kann. Und es ist auch immer sehr witzig bei den Proben und so. Und es gefällt mir jetzt einfach, dass das mein erster Auftritt jetzt dann ist bei den Gymnasialspielen. Welche Rolle hast du übernommen? Ich habe die Rolle der Philippine, also des Stubenmädchens von der Fanny und eine kleinere Rolle von einem Bedienten vom Herrn von Fett genommen. Tod! Mord! Auf meiner Villa! Gerade in einer Zeit, die von diversen Krisen geprägt ist, scheint es umso wichtiger, den Humor zu bewahren und den Besuchern einige vergnügliche Stunden zu bereiten. Also es wurde vermehrt der Wunsch an uns herangetragen, dass wir angesichts der Umstände, politischen Umstände,
auch wirtschaftlichen Umstände diesmal wirklich etwas spielen sollen, das den Zuschauern ermöglicht, vielleicht für 1,5 Stunden in eine lustigere, heilere Welt einzutauchen. Und deswegen haben wir das Stück ausgewählt. Der große österreichische Romanschriftsteller Heimito von Doderer hat über den Roman einmal gesagt, ein Roman, den man nacherzählen kann, ist kein guter Roman. Und im Sinne dessen ist dieses Stück ein gutes Stück, weil es ist so voller Verwicklungen und Unwägbarkeiten, dass man es unmöglich nacherzählen kann. Und genau deshalb sollte man das lustige Theaterstück Liebesgeschichten und Heiratssachen selbst gesehen haben. Möglichkeiten dazu gibt es am Freitag, 27., Samstag, 28. und Montag, 30. Jänner und am Freitag, 3. Februar sowie Freitag, 10. und Samstag, 11. Februar. Alle 6 Aufführungen beginnen um 19 Uhr. Einlass ist jeweils um 18 Uhr. Karten sind erhältlich, persönlich im Hertha-Reich-Gymnasium, telefonisch oder per Mail und bei der Raiffeisenbank Mürztal. Fröhliche Abende für Jung und Alt sind garantiert.